Nach 8 Stunden Warten im Wartezimmer bin ich dann endlich dran gekommen. Die Ärztin hat erstmal meinen Bauch abgetastet. Und dann hat sie Blut abgenommen. Und dann hat sie mir noch eine Infusion gegeben. Und dann wurde ich in den Riesenraum gesetzt. Da waren noch ganz viele andere, die auch im Tropf waren. Und ich musste nochmal 5 Stunden warten. Inzwischen war es einfach schon 0 Uhr. Und keine der Ärzte ist zu mir gekommen. Ich hatte krasse Schmerzen und diese Stühle waren super unbequem. Und ich war extrem müde. Und ich hatte riesen Angst, dass ich eine Blinddarmentzündung habe. Und vielleicht in Spanien operiert werden muss. Um 2 Uhr in der Nacht ist dann irgendwann jemand zu mir gekommen. Und hat gesagt, ich muss in diese Röhre rein. Diese Röhre hat noch mal ein genaueres Bild von meinem Darm gemacht. Und danach hat sie mir dann endlich gesagt, dass es keine Blinddarmentzündung ist, aber mein Darm an einer anderen Stelle entzündet ist.